Hallo, Ali hier und willkommen zum Dwarf-Fortress-Stream. Hallo Battlehawk, schön, dass du da bist. Ja, heute müssen wir weitermachen. Unser Pumpstack hat noch eine Menge Weg vor sich. Und wo sind wir aktuell mit unserem Teil? Irgendwo in der Ebene, glaube ich sogar, ne? Ich weiß nur gerade nicht wo, weil ich immer noch kein Hotkey da, glaube ich, hingesetzt habe. Hallo, da. So, Pumpen. Genau, ganz viele Pumpen sind noch hier. Und dann gehen wir irgendwie nach unten, wo noch ein paar Pumpen fehlen. Moin, Zitef. Abend, Sunan vor. Und hallo, hallo. Schön, auch Rundstutzen auch noch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir müssen uns auch ein bisschen runterbuddeln. Das heißt aber auch, wenn wir hier nachher unser Ziel. Jetzt bin ich gerade wieder am Überlegen. Ja, den musstest du wiederkriegen. Ich habe ja den VIP damals an all jene gegeben, die mich aber unterstützt haben, Affiliate zu werden. Und da gehörtest du ja zu. Nur weil du jetzt einen neuen Account hast, konnte ich dir die Ehre ja nicht verwehren. Genau, deswegen haben wir hier gegraben, damit ich das nicht vergesse. Mensch, ich bin so schlau manchmal. Genau, dass hier nämlich die Power dann abgeht und die muss nämlich nachher. Hier oben drüber nehme ich hin. So, nicht nach da. Irgendwie. So. Jetzt haben wir natürlich da einen Anschluss. Und wenn wir das direkt so machen, brauchen wir nämlich nur einen Assembler dafür und sparen uns somit 5 Power. Das ist gut. Ne, Achse da dran, hier rüber, Assembler, hier ran, Assembler zur Übertragung an die Pumpe hier unten, die das dann von dort. Also muss hier ein Loch sein und da das Loch sein. Haben wir das bis ganz nach unten? Nein, wir haben das noch nicht bis ganz nach unten. Boah, Alter, die armen Zwerge. Moin, Uhu, schön, dass du da bist. Ach, du warst. Ach, du warst bestimmt beides. Mod überschreibt VIP. So, ich hatte 2 Mods? Mensch, das wusste ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch meinen Fehler hier gefunden. Warum das hier nicht so geklappt hat, wie ich dachte. Ich bereite das jetzt auch hier einmal vor. Ne? Und so Miner müssen ja genug zu tun haben. Es reicht eigentlich, wenn wir da an einen mal rangehen. Jetzt habe ich ja das Update auch eingespielt. Das heißt, das Abreißen müsste hier jetzt auch, nee, das war nicht das, sondern das müsste hier rüber. Das müsste jetzt funktionieren, ohne dass die Zeit dabei laufen muss. Das ist ja ein Traum. So, und zwar, normalerweise war die Überlegung ja, wenn unten ein Loch ist, in der Mitte von so einer Windmühle, geht die Power nach unten. Aber ich bin mir sicher, ich muss da erst das Gear Assembly drunter bauen. Ich glaube, so war das damals. Das heißt, ich will das hier wegreißen. Ich müsste auch das da wegreißen, ne? Wir müssen da irgendwie rankommen. Den Gang müssen wir eigentlich nur wegmachen, dass wir hier nachher das alles hier wegnehmen können. Das kann ich aber auch darüber machen. Moment. Wir lassen das da stehen. Unsere Schwachstelle sonst in der gesamten Verteidigung ist nämlich dieses Loch im Boden. Ne, ein Elf oder Goblin, der hier rüber klettert, der kann ja einfach durch das Loch hier reinspringen und ist direkt in unserer Anlage. Das wirkt nicht wirklich schön. Deswegen müssen wir da irgendwie reinkommen. Ne, wir reißen das auch mal ab und dann versuche ich das. Ich glaube, da unten, wenn ich da einen Gear-Assembler hinbaue. So. War ich mir hier irgendwie was? Nein, kann ich nicht, weil sonst müsste ich hier rumgehen und da sind meine Werkstätten. Also nehmen wir das Berliner, einfach weil wir es noch haben. Und wir haben ja aktuell immer diese 80 da hinten dran stehen. Das heißt, wir sehen ja immer, wenn es funktioniert oder nicht. Das heißt, wir können das einmal, ich reiße das einmal alles ab. Das können wir noch nachsteuern sonst nachher. Und das hier reißen, weil dann können wir gleich abreißen, wenn das Ding da fertig ist. Ich gehe davon aus, es lag daran. Wenn das dann auch nicht funktioniert, dann ist der Fehler wirklich, dass es geändert wurde.
Habe ich irgendwas verpasst? Ja, unten war ein Vieh, das ist aber nicht schlimm gewesen. Wir haben irgendwelche Sachen gefunden. Meisterhafte irgendwas. Wir haben keinen Bauxit mehr. Das heißt, wir müssen mal wieder nach unserem Bauxit gucken. Unser Medical Dwarf ist immer noch depressiv und irgendwelche Leute kommen vorbei. Ja, ist ja gut. Und Silber haben wir gefunden. Ne? Auf dem Weg nach unten findet man dann alles Mögliche. Ich bin immer noch enttäuscht, dass das hier nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ich weiß auch nicht, warum das hier suspended ist schon wieder. Ihr kommt da ohne Probleme hin. So kann das. Achso, ich sollte da schon sagen, dass ihr es das abreißen sollt. Genau, holt mal die Helme hier ab. Und ich werde, glaube ich, dann ab heute wieder in einen relativ normalen Stream-Rhythmus dann verfallen. Weil es ist jetzt der 8. Tag seit Release und mein 7. Stream. Ich glaube, das macht meine Frau nicht mehr lange mit. Ja, wie gesagt, gestreamt wie nichts Gutes. Ne, deswegen werden die Videos auf YouTube bis aktuell auch erstmal auf 30 Minuten gesetzt, weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich die unterbringen soll. So, dann können wir da die eine Bodenplatte noch entfernen, die wir gesetzt haben. Ja, Prioritäten, ich weiß. Die Priorität, die war auch jetzt die letzte Woche super. Ich finde das grandios. Meine Frau hat ja auch kein Problem damit. Die ist ja. Sie hat ja schon die letzten 2 Jahre mitbekommen, wie begeistert ich von dem Hobby Streaming bin und darf sich auch immer was anhören. Kennt auch schon den ein oder anderen Namen von euch. Ich sage ja, der und der war heute wieder da. Und sowas. Ich feiere das einfach. Und ja. Ich fand das Stream halt, wie gesagt, die letzte Zeit schon, also die letzten Monate schon immer total klasse mit Dwarf Fortress. Und jetzt durch die neue Version ist es noch besser. Und deswegen hat meine Frau ja auch gesagt, ja, mach ruhig. Ja, geh doch ruhig runter. Zock doch noch runter. So, ja klar, sofort. Hallo, wie denn? Schön, dass du da bist. Die Miner sind halt beschäftigt, ne? Die müssen unten dieses riesige Loch graben. Dann machen wir hier erstmal weiter. Dann machen wir das hier erstmal richtig. Ne? Dann machen wir da noch den Assembler hin. Genau, am besten aus diesem Mudstone-Ding, den eh keiner haben möchte. Und ich müsste das hier eigentlich auch erst wegreißen. So, reiß das mal noch weg. Und dann reiß das mal noch weg. Dann setzen wir den Boden. Wir gehen erstmal davon aus, dass das funktioniert. Ach, das passt ja. Das ist ja super. Bevor ich hier Mist mache, erstmal ein Autosave. Ich wollte sagen, unsere Frames sind auf 7 runter, aber das ist ja jetzt wegen dem Speichern. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht. So langsam sind die Zwerge jetzt auch noch nicht. Immer noch zwei traurige Zwerge. Die müssen wir noch irgendwie. Gut, das eine ist der Medical Dwarf. Ich weiß nicht, was der hat und warum er immer so traurig ist, aber da müssen wir noch schauen. Genau, reiß das mal ab. Dann reißt das noch ab, dann setzt man eine neue Bodenplatte drauf. Ja, du bist glücklich. So. Genau, denn wir tun einfach so, als würde das klappen. Als hätte ich das einfach die letzten Male vergessen. Distance ist alles ganz schön weit weg. Nimm mal irgendeinen komischen Barren. Da, den da. Dann haben wir das Loch wieder zu. Wir müssen ja keine Schwachstelle schaffen, ne? Sie war froh, dass du wieder da bist. So, jetzt ist das da auf. Und darunter ist das Gear Assembly. So, jetzt werden wir gucken, ob wir das da platzieren können. Bevor wir da bauen. Also erstmal gucken, ob es geht. Nicht, dass ich da wieder was. Nein, es funktioniert tatsächlich. Es lag einfach nur daran. So, baut da mal kurz den Boden rein. Dafür bist du da, oder? Nein, doch nicht. Genau. Siehst du, die nehmen auch schon das Loch im Boden. Könnt ihr das einmal bitte zumachen?
Ja, es ist ja alles Spaß. Manche Späße. Hallo, Fuckheads. Schön, dass du da bist. Ja, los. Einmal so eine Platte da setzen. Jetzt ist doch nur so ein Backstein, den ihr da hintragen müsst. So, alles Mögliche wird wieder verboten. Ich glaube, unten mit dem Graben müssen wir auch bald mal soweit sein, ne? Ich müsste da unten auf alle Fälle dann ein Hotkey mal hinsetzen. Damit ich nicht immer so weit. Ja, genau. Nehmt den kürzesten Weg. Der kürzeste Weg ist das Loch, aber auch nicht mehr lange. Moment, das machen wir erstmal direkt wieder zu. Back. Das Problem ist jetzt, wir brauchen unglaublich viel Holz, weil unser komisches Perpetuum mobile bringt ja leider nicht so viel Energie, wie ich gern hätte. Nämlich irgendwie gerade gar nichts. Warum gerade gar nichts? Dann müssen wir die Zwerge gleich hier nochmal ransetzen zum Pumpen. Warte mal hier. Startet die mal. Macht die mal an. So, zwei Zwerge mal kurz ans Pumpen setzen. Snatcher. Snatcher. Seid ihr rein oder raus? Ah, einer ist da und dann sind die anderen weggelaufen, ne? Wir hoffen mal, dass nichts geklaut wurde. Die Petition habe ich irgendwie gerade keine Lust mehr anzugucken. Bin ich ehrlich, mache ich trotzdem. Unterhaltung? Nein, wir brauchen keine Unterhalter. Wir haben genug Unterhalter, glaube ich, hier. Wir haben so viele zugeladen. Wir haben, keine Ahnung. 20% der Festungen bestehen aus Entertainern. Ah, vielen Dank für das Abo, Fuckets. Vielen, vielen Dank. Danke. So. Wir müssen ganz viele Bäume fällen, weil wir ganz viele Windmühlen bauen müssen, weil da es jetzt funktioniert. Ne, wir haben es jetzt gerade sozusagen nochmal geprüft, dass es funktioniert. Könnt ihr nicht bitte immer da. Jetzt baue ich halt auf dem Hauptzugangsweg zu unserer Festung. Das ist halt der kürzeste Weg aktuell. Baut das mal bitte schnell. Und in der Zeit fällen wir hier, keine Ahnung, den halben Wald hier oben. Dachte ich gerade, aber ich habe es nicht richtig ausgewählt. So, fällt das mal alle und dann sagen wir, hier ist erstmal nichts verboten in dem Bereich, weil wir müssen hier nachher unsere ganzen Dinger bauen. Noch mal, drei Holzfäller sind direkt auf dem Weg. Wir machen hier oben einen riesigen Windpark. Wir müssen ja nur eine eigentlich anschließen. Der Rest verbindet sich, glaube ich, miteinander. Werden wir gleich sehen, wenn dieses Ding irgendwann mal gebaut wurde. Wenn gleich einer bauen möchte und die ganze Zeit da durchlaufen, dann wird es direkt wieder suspended. Das ist voll doof. Kommen direkt alle. Holz, Holz, Holz. Ihr könnt das theoretisch da oben liegen lassen. Das wäre einfacher, weil wir hier oben eh bauen wollen. Das höre ich gerne. Ich übernehme auch gern die Unterhaltung bei langweiligen Arbeitsstunden. Will keiner, ne? Habe ich irgendwo hier unten ein Hotkey gesetzt gehabt? Nein. Ich bin aber hier fast richtig. Jetzt sind wir einfach hier. Ihr seid immer noch zugange. Das ist einfach zu tief, ne? So, wenn wir jetzt hier. Warte mal. Ach Mensch. So, da kommen wir an. Hier. Das heißt, wir pumpen von da. Müssen irgendwie hier drunter läuft das ja nachher. Hier muss Magma drunter sein. Ich weiß gerade noch nicht, wo genau, aber hier muss Magma drunter sein. Die wir von hier dann angraben. Müssen wir ja. So, wir haben hier einen wunderschönen langen Magmagang. Und du bist da. Und hier. Gehen wir mal gucken, ob wir bis dahin kommen. Da brauchen wir nämlich nachher nur channeln. Wir channeln dann sozusagen dieses hier weg. Dann läuft die Magma hier rein. Und dann pumpen wir die einfach hier den gesamten wunderschönen Weg nach oben.
Das hier unten müsste, glaube ich, auch die F7 sein. Machen wir einfach jetzt hier hin. So, F6 ist hier. Und dann brauchen wir uns keine Sorgen machen da unten. Das wurde gebaut. Power ist jetzt 80. Wir hätten das hier schon mal verbinden können. Das wäre cool gewesen. Naja, gut. So. Einmal die Achse hier. Und dann noch die andere. Ich sollte den Haken hier wieder dran setzen. Bis da. So. Ah. Ja, Urlaub dafür für war fort. Das habe ich ja schon hinter mir. Das habe ich ja Mittwoch gehabt und durchgezogen. Nochmal glaube ich nicht. So, eine Mauer wieder aus dem richtigen Shell-Block am besten, damit die Mauer gleichmäßig aussieht. Jetzt haben wir hier ganz viel Platz. Das heißt, jetzt drehen wir hier richtig einmal durch und sagen, erstmal geht dieser Gang hier irgendwo hin. So, wir meinen bis da. Und dann müssten wir uns theoretisch dieses Feld hier irgendwie merken. Das merke ich mir, indem ich darauf einfach irgendeine Platte setze, dass ich sehe, das ist was anderes. So, hier müssen wir nachher. Das ist erstmal sozusagen meine Markierung, damit ich das finde. Dann kommt hier unser Windpark hin. Ich will das Loch erst ganz zum Ende bauen, wenn der Windpark steht und die Mauern stehen und so weiter. Damit ich mir da keine Sorgen machen muss, dass da irgendwelche Leute drüber reinkommen. So, wenn ich jetzt noch sagen könnte, nimm alles. Das geht immer noch nicht mit Shift. Wie viel brauchen wir denn? Ich mache so, keine Ahnung. Da wir keinen richtigen Fluss haben, kein richtiges fließendes Gewässer, sondern unseren komischen Bach da und das Perpetuum mobile nicht funktioniert, müssen wir das leider ein bisschen, ja, müssen wir jetzt mit Holz groß denken. Und Windrädern. Ein Windrad bringt leider nur 20. Wir brauchen noch ungefähr 500, also brauchen wir ganz viele Windräder. Aber es sieht nachher schön aus. Ja. Haben wir so einen richtig ordentlichen Windpark hier vor der Haustür. Baut das erstmal so. Wir können in dem Zusammenhang auch theoretisch, warte, jetzt sieht man das immer noch nicht, dass man baut, ne? So, ich nehme das mit dem meinen erstmal wieder raus. Mit dem Cursor hier. So, damit ich die Mauern sehe, sonst werde ich hier. So, Construction, Wall, zack, so. Was ich noch gerne hätte, wäre, wenn man solche Sachen zieht, dass da irgendwie, keine Ahnung, die Fläche beisteht. Also die jeweilige Seitenlänge. Was man sieht hier, ich bin jetzt bei Reihe 25 oder wie auch immer. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Ist einfach nur so. Erstmal. Ja, jetzt 18. Das wird jetzt ein 6x7 Feld und das ist total doof. Also nehmen wir so. Jetzt haben wir 7x7. 49. Das sind ja dann fast 1000. Das klingt gut. Dann haben wir auf alle Fälle genug. Das mit der Erkältung, die ich langsam kriege und mein Husten immer schlimmer macht, ist auch total doof. Müsst ihr von der Seite ran oder könnt ihr auf anderen liegen? Sonst setze ich das einfach schon mal einfach alles. Können wir ja auch mal rausgucken. So, wenn man da eine hin, einfach das nächste Material. Tack, tack. Ist egal, welches Holz sie dafür nehmen. Ich klacke das hier jetzt voll. Nein, ich dachte schon, ich hätte falsch gesetzt. Na. Er will es nicht setzen, wenn ich vorbei. Na doch, will er doch. Den muss ich gleich umsetzen.
Ich sollte erst gucken, ob mein Cursor richtig ist und dann klicken. Das macht das auch viel angenehmer. So. Musst du erstmal hier wieder weg. Und genau, jetzt kommen die ganzen Mauern. Brauche ich noch zwei Windmühlen, brauche ich hier noch. So, perfekt. Und da ihr hier, glaube ich, konstruieren könnt wie nichts Gutes, ist das doch schön. Nein, nicht da. Da muss ich noch hin. Wall. Direkt ein länger. Da oben auch. Nein, jetzt habe ich da immer noch diesen. Das damit entfernen? Nein. Muss ich das jetzt durchklicken? Oh nein, oder? Kann ich das damit machen? Bitte. Danke. Ich muss das mit dem Nutzer das nächste rausnehmen. Das geht nur jetzt mit meinen Dingsklötzen. Eigentlich so. So. Da muss einfach das, es muss, das geht sonst nicht. So, bitte fleißig bauen. Notfalls ziehen wir danach noch eine Deckel wieder drüber. Ich würde mich mal interessieren, ob das selbst mit Deckel funktioniert. Troglodyt. Wo sind denn die Troglodyten? Das ist unten, ne? Kann ich da noch hin? Nein, schon vorbei. Die Troglodyten haben genug gekämpft. Das müsste ganz unten Cave 3 sein, weil ich wo die Troglodyten immer rumlaufen. So. Oh nein, ich habe den Geist weggeklickt. Aber das sehen wir ja hier unten. Warte, war das jetzt? Ein riesiger Lobster. Schön. Warte mal, ich gucke gleich nach unserem Riesenlobster. Ist hier. War ich gerade irgendwie eine Mitteilung wegen dem Geist? Die müssen doch immer oben stehen. Also unser Riesenlobster ist hier. Das interessiert uns aber, glaube ich, gar nicht, oder? Ich bin gerade unschlüssig, ob uns das interessiert. Haben wir den Gang hier unten? Ach, wo ist denn der jetzt? F4? Nein, F5? F5. Okay, der Riesenlobster hat die Möglichkeit herzukommen, weil der ja auch im Wasser ist. Jetzt müssen wir wieder, wir müssen jetzt einmal gucken. Der Riesenlobster wird uns besuchen kommen. Der Riesenlobster hat einen sehr langen Weg vor sich. Nein, der Riesenlobster, hier haben wir zugemacht. Ah, okay. Wir haben zugebaut, der Riesenlobster kann uns doch nicht besuchen kommen. Ich habe ganz vergessen, wie wir das so gemacht haben. Ja, soll es. Siehst du, ist alles kein Problem. Wer kämpft denn jetzt schon wieder? Rodent. Was ist denn jetzt ein Rodent? Also es sieht aus wie eine Ratte. Und jetzt auch hier unten. Ich habe weiterhin Vertrauen in meine Mauer. So, das Vergotten Biest können wir mal wegklicken. Kann ich da hin? Ach. Das Forgotten Beast macht das. Aber das sah eher aus wie eine Riesenspinne. Habt ihr jetzt das Forgotten Beast getötet? Klar. Die haben einfach das Forgotten Beast getötet, oder? Nee, es blinkt dann noch. Es ist noch da. Hallo, Sir Uhirsch. Schön, dass du da bist. Und danke fürs Follow. Es ist noch da. Es kann nicht mehr gehen und es blutet. Und greifen kann es auch nicht mehr. Und ihr seid größtenteils jetzt tot. Aber das Biest ist auch tot. Okay, alles gut da unten. Ich brauche mich da gar nicht selber drum kümmern.
Die Gegner erledigen sich immer gegenseitig. So, wie gut ist das hier alles? Ist das hier auch so Spell? Natürlich. Deswegen ist das Loch da drinne, weil da stand wahrscheinlich gerade einer. Hier dasselbe. Ich muss ja irgendwie jetzt an die Power kommen, die ich brauche. Dann hier die Mauer nachher zuziehen. Hier vorne kann ich die theoretisch schon zuziehen, weil da vorne wird nicht mehr gebaut. Hinten weiß ich nicht, ob sie nicht nachher noch irgendwie rankommen. Die müssen sie ja nicht. So, Mauer. Wo sind sie? Ich wollte mir angewöhnen, oben das einfach ins Feld einzutragen, dann geht das schneller. Nicht da, Mensch. Rechts hatte ich auf, nicht im Boden. Ich erinnere mich an die eine Festung, wo ich plötzlich Treppen statt Mauern gebaut habe. Das sah auch schön aus. Aber war nicht sehr effektiv. So, da und bis da. Keine Ahnung, es reicht. Nein, ich lasse einen Dreier-Eingang, weil da mehrere durch müssen, sonst schaffen wir ja selbst einen Stau. Den wollen wir ja gar nicht. Schön ist, dass unsere Shellblocks jetzt dafür noch gereicht haben. Wir nutzen ja nachher kein Shell mehr, sondern jetzt nur das Bauxit, weil das Bauxit ja wichtig ist für ja. Jetzt habe ich es vergessen. Ist da noch ein tiefer? Dann sind wir in der Magma. Das will ich hier irgendwie nicht. Wir könnten auch erstmal da sozusagen einen runtergehen. Aktuell trefft ihr euch ja hier, ne? Wir sind jetzt nicht mehr da. Ich mach das anders. Ich gehe hier mittig. Nein. So. Ich überlege, ob ich da einfach channel. Dann können wir das hier ausheben. Und dann channeln wir den nächsten daneben einfach auch noch. Können hier eine Wand hinsetzen, zumachen, falls irgendwas Böses. Moin, Herr BP, schön, dass du da bist. Falls irgendwas Böses von hier unten hier rumschleicht oder sowas. Durch die Magma oder so. Kann ja auch mal was schwimmen, was nicht ganz so nett ist. Ich mache hier das nachher eh zu. Und kann die auch da einfach nachher channeln. Dann channeln wir einfach so. Da, channeln bitte. Was ist denn hier los? In Cave 1 jetzt sogar eine Riesenschlange. 200. Alles ist älter als unsere Welt. Das ergibt alles keinen Sinn. Vor sind jetzt zwei Forgotten. Oh, kämpfen die gleich gegeneinander? Das wäre cool. Los, kommt. Besucht euch. Wir haben auf der einen Seite haben wir ein. Was warst du jetzt hier? Wo steht denn das hier? Jetzt machst du keine Freunde. Health, Items, Overview. Wo war denn das? Kann man das hier sehen? Irgendwo Items, Skills, Health. Du siehst nichts, du bist blind. Okay, was auch immer das für ein Vieh ist, es ist blind. Steht das hier drinne? Moin Nugget, schön, dass du da bist. Komm, wir gucken. Also, sie laufen zumindest auch. Also, er sieht nichts, aber er vielleicht. So, Rabims. So, blutet stark. Wo ist das andere? Ach so. Du blutest stark und du bist schwer verwundet und blutest stark. Sind beide fast gleich alt. Vielleicht sogar Verwandtschaft, man weiß es nicht. Spucken sich ein bisschen an und der eine scheint. Ist das jetzt die Leiche? Sieht aber nicht schön aus, ist so abgeschnitten.